Hallo zusammen, heute machen wir einen passenden Burger zu der Jahreszeit und zwar aus Steinpilzen. Ich habe hier Glück gehabt und frische Steinpilze gefunden. Die habe ich schon mal geputzt, also den Stiel ein bisschen mit Messer abgeschabt und gewaschen. Dann etwas Feldsalat, eine Zwiebel in Würfel geschnitten. Da habe ich noch etwas Rosmarin und Thymian reingehackt. 150 Gramm Schmelzkäse, in dem Fall noch mit Bergkäse, deswegen so gelblich, der ist schön würzig. 100 Gramm Schinkenwürfel, Salz, Pfeffer, dann habe ich hier rustikale Brötchen, die passen sehr gut zu diesem Burger, nicht zu süß. Und dann habe ich hier Secreto vom Schwein, 600 Gramm, das müssen wir noch hacken. Drei Burger, à 200 Gramm, passt perfekt und wir legen sofort los. Jetzt schneiden wir etwas die Steinpilze klein, nicht zu klein. Wenn man schon so frische Steinpilze kriegt, dann sollte man das auch ja, ausnutzen. Jeder Pilz, der noch gegart wird oder gebraten, fällt ziemlich zusammen. Also um einiges läuft das ein. Deswegen einfach etwas gröber hacken und wir werden das gleich schön scharf anbraten. Los geht's, wir werden das Fleisch mit diesen zwei Beilen hacken, schon mehrmals gemacht und das ist wunderbar. Es ist nicht so fein, ihr könnt das natürlich auch durch den Fleischwolf jagen. Secreto ist ein, wie man sieht, schön marmoriertes Fleisch, also genug Fettanteil und das wird nicht zu trocken. Und als erstes schneiden wir das in Streifen. Ja, das Fleisch ist etwas feiner geschnitten. Und jetzt einfach mit den Hackgebeilen abwechselnd ja, das Fleisch hacken. Und wenn es so fein ist und hält, wie ich mir das vorgestellt habe, dann schalte ich wieder ein. Ja, Leute, so sieht das Ganze nach 5 Minuten Hacken aus. Wenn man das so ein bisschen zusammendrückt, sieht man, das hält zusammen. Aber es ist jetzt ziemlich grob, also nicht so fein, wie man sehen kann. Ja, das wollte ich auch haben. Jetzt nicht wirklich feines Brät oder Hackfleisch, aber so fein, dass es halt zusammenhält. Und ich mache das jetzt in die Schüssel. Wir würzen das etwas und formen daraus unsere Patties. Ja, jetzt pressen wir unsere Patties, 3 Stück an der Zahl, also schön verteilen. Ich werde das nochmal das Hackfleisch ein bisschen anfrieren. Ganz einfach, dann geht das nicht so sehr auf, also bläht sich auf. Und wenn er so grob gehackt ist wie hier, dann wird das auch nicht zerfallen so schnell. Aber es sieht schon mal ganz gut aus. Ich glaube, wir kriegen sogar 4 Fleischpatties raus. Mal schauen. Ganz wichtig, schön zusammenpressen, damit das so aussieht. Und da haben wir einen schönen, groben Fleischspät hier aus Secreto-Fleisch und ich bin gespannt, wie es schmecken wird. Ich packe das noch ein bisschen so in Klarsichtfolie ein. Dann können wir das später schön auspacken und das klebt nicht zusammen, wenn wir das ein bisschen anfrieren. So, los geht's. Ich habe hier eine gusseiserne Pfanne draufstehen auf meinem kleinen Goeneva. Drunter Holzbriketts, also viel Power haben wir da drunter. Die Pfanne steht schon seit 5 Minuten und ganz wichtig am Anfang die Pilze erstmal anzubraten, ohne sie zu würzen, weil Salz würde Wasser ziehen. Und dann kommen die Zwiebeln und der Speck, sage ich mal. Aber erstmal wirklich lassen wir die Pilze ein bisschen Farbe nehmen. Es ging jetzt innerhalb von ein paar Minuten, dass die Pilze Farbe gekriegt haben, weil wir haben nicht so viele Pilze. Aber man sieht, wie wenig das geworden ist. Und jetzt kommen die Zwiebeln, der Speck. Jetzt lassen wir das Ganze nochmal schön Farbe nehmen, salzen das und pfeffern. Salz vielleicht nicht zu viel, weil Speck ist würzig. Und das wird unser ja, Belag sein, obendrauf für den Burger. Wie gesagt, schön Farbe nehmen lassen, runter warm stellen und dann machen wir die Fleischpatties. Als nächstes legen wir unsere Patties drauf. Die waren jetzt
Ja, gute 1,5 Stunden im Frost da, die sind noch in der Mitte schön weich, aber dadurch behalten die schön die Form. Und ja, der Moment ist gekommen, zu schauen, ob es sich löst und wie es aussieht und hält. Aber ja, sieht auf jeden Fall gut aus. Klebt fast gar nicht oder gar nicht. Riechen tut das auch gut. Und ja, ich denke mal, noch mal 4 Minuten von der anderen Seite. Wir haben ziemlich dicke Patties, damit die auch durchgaren. Jetzt rösten wir noch schnell die Brötchen an. Die Fleischpatties hatten jetzt um die 70 Grad. Bei der Dicke habe ich noch mal nachgemessen. Und schnell die Brötchen anrösten und dann sehen wir uns drin. So, los geht's. Wir bauen unsere Burger zusammen. Hier sind die Pilze. Hier sind unsere angerösteten Brötchen. Den Käse habe ich 30 Sekunden in der Mikrowelle warm gemacht. Das hat vielleicht jetzt 30, 40 Grad. Nicht zu heiß machen, aber wenn man dann ein bisschen warm macht, wird er flüssiger. Und das kommt als Soße auf den Boden. Auf das untere Teil kommt Feldsalat. Auf den Feldsalat unsere Patties sehen gut aus, sind saftig, haben gute Farbe und sind überhaupt nicht auseinandergefallen. Und auf das Fleisch kommt unser Steinpilz, unsere Steinpilze. Da sieht wirklich nach wenig aus, was da übergeblieben ist. Aber die sind so intensiv, Steinpilze schmecken einfach richtig gut. Das ist schon andere Klasse für sich, was Pilze angeht. Ja, oben drauf kommt der Deckel mit dem Schmelzkäse. Ganz einfacher, rustikaler Burger. Ich mache jetzt schnell ein Foto und dann probiere das Ganze. Aussehen tun die Burger nicht schlecht. Und ich bin gespannt, wie sie schmecken. Wir werden einmal in der Mitte, denke ich mal, durchschneiden. Hier oben habe ich auch angeröstet, um zu sehen, wie das Fleisch in der Mitte so aussieht. Und ja, so sieht der Burger aus. Wir haben hier Pilze, Salat, Fleisch und den Schmelzkäse als Soße. Und ja, ich bin gespannt, wie er schmeckt. Und ja, Leute, man sieht hier sogar, wie der Käse hier runterläuft und das schmeckt mit dem Schmelzkäse richtig, richtig gut. Dann der Speck mit den Pilzen. Die Pilze sind wunderbar, passen zu dem Schmelzkäse, etwas Feldsalat. Aber was das Gute ist, ist das Fleisch. Es ist nicht so fein wie so ein Burger Patty, das ist richtig wie so ein Stück Fleisch. Man kaut drauf und sekretiert ist eigentlich schön zartes, fettiges Fleisch und geschmacklich passt das hier wunderbar. Wie gesagt, probiert das mit dem Schmelzkäse, keine Burgersoße oder Barbecue-Soße. Die ist süßlich und würde hier nicht so gut reinpassen. Aber ich finde diese Kombination mit dem Schmelzkäse, Pilzen, Steinpilze, wenn ihr keine findet, nehmt Pfifferlinge, Secreto und Feldsalat und diese rustikale Brötchen, die auch nicht süß schmeckt. Wunderbar, schöner Burger für diese Jahreszeit. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.